They grieve for their dead. Such raw sorrow. Can't partake. Mine would flood oceans. It would drown me. If I let it out. It's 1960. 1960? Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? USA, they, what's the word? Poddacie. Surrender. He surrendered? Because of you. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? Field coordinator working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me. I have been known to be just unfair when dealing with people like you. Do you realize who I am? It would serve you well if you stop what you are doing and release me. Superior to people like you. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Du bist ein gottverdammter Herrenanstaltsinsasse! Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Okay, I tell you! Damn it!
do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you never make it there. Checkpoints everywhere, looking for you, looking for you, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, gotowy, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. We ask for your mercy, Lord, as we make the journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage amidst hungry wolves. Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. Get. If so, we wait for you here. Kill everyone. Messing with my friends. We haul precious cargo. We have a train to catch. Go on!
back to the car. Thank you.
Thank you.
another Nazi jerk went for coffee in the middle of the night. Just head back to the cabin. Avoid eye contact. Der Ausgang ist gesperrt. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut, lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed,
Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something